Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Bereits angeritten ist die Koppel Nummer 93, Dittikor, Susanne mit Amelie Garreich und die beiden starten für die RTG Rhein-Ruhr. Strafpunktfrei im Ziel und schnell. 61,78 die benötigte Zeit. Das ist zurzeit Platz 2 in der laufenden Wertung. Auf Platz 2 schließt sich an die Kopfnummer 93 Dippikor im Sattel Amelie Gareis für die RTG Rhein-Ruhr. Ein Fehlerfeuerritt für Amalie Gareis.
Startnummer 93 in 30,55 Sekunden in der zweiten Phase. Das ist der erste Platz im Moment in der laufenden Prüfung. Und Amelie Gareis hat gestern schon den zweiten Platz erritten hier in dem ersten L-Springen der kleinen Tour. Nummer 93, Dipikor und Amelie Gareis. Herzlichen Glückwunsch. Das war übrigens ein Nullfehlerritt mit 30,55 Sekunden in der zweiten Phase. L. Da haben wir als Stadtmeisterin 2022 Amelie Gareis auf Dipikor von der RTG Rhein-Ruhr. Herzlichen Glückwunsch. Auf dem zweiten Platz hat sich Valentin Venes auf Christopher vom Reitverein Essen-Kettlich platziert. Dritter wurde Johanna Rieger auf Carmelita vom Reitverein Hubertus Essen-Heidhausen. Gratulieren noch einmal ganz herzlich der diesjährigen Stadtmeisterin Amelie Gareis und dem Platzierten. Und dann könnt ihr wieder zu eurem Verein zurückgehen. But it's been no bed of roses.